Einen Ich werde sie Sinn. dann. Ja. Ich werde zurück zur Basis gehen und werde weiteres Holz besorgen, damit der Architekt dann, sobald er wieder vollständig genesen ist, weiterbauen kann. Kümmern Sie sich mal um Ihre eigene Rüstung. Laufen nicht Ihrem Rang bezogen entsprechend herum. Wir haben noch einen von unseren verstorbenen Drupa. Kopfbedeckung. Ich werde mich sofort darum kümmern, mein Lord. Schauen Sie hier öfters vorbei. Immerhin bin ich hier bei einem Fleischfresser. Ich werde bald wieder Legen wir vorbeikommen, jetzt mein Lord. mal so ein Oberschenkel vors Maul. Nein, lege ich nicht, da ich keinen mehr besitze. Ist egal. Wow! Na du? Alles gut? Die haben mich beobachtet, wie wenn er mich immer noch fressen will. Oh, okay. Gehen wir dahin. Oh, die hören besser wie die Breitmäuler. Na, tun sie nicht. Dahin. Oh. Okay, du hörst. Klar. Dann komm mal mit. Der wird auch nur so lange auf uns hören, wie man Futter für eine Hand. Übrigens können wir dem Jumbo was in die Hand geben. Man tötet nicht die Hand, die einen füttert, ne, Freundchen? Der Name für unser Kerlchen, ich würde das Springer nennen, weil wir sie so nennen. Captain, fass mal keine Angst. Er hat gelernt, die Hand, die ihn füttert, nicht zu beißen. Ich wollte Ihnen noch was zeigen. Wir haben doch Beute gemacht bei der an der Vase. Ja, ich muss sie aber erst mit der Kreatur vertraut machen. Schön die Hand hinstrecken. Den Seher hat es angenommen, jetzt müsste er auf sie hören. Sehr schön. Ich Stehen. gebe ihm nochmal, dass er dort stehen bleibt. Was Sagen Sie wollten mal, Sie? ich habe eines der Beutestücke ausprobiert, herausgefunden, dass es mit unserer Munition funktioniert. Es hat zwei Funktionstypen, seien Sie vorsichtig. Einmal um Steine zu schneiden und einmal um Holz zu schneiden. Interessant, das sieht aus wie ein Laserschwert. Nehmen Sie mal her. Haben Sie die Waffe oder Werkzeug aus dem Rebellenlager bergen können? Jawohl, mein Lord, das ist unsere Beute von der Rebellen. Ich gebe Ihnen noch Munition. Also den Treibstoff. Benötigt Treibstoff. Genau, Plasma, so wie unsere Blaster. Okay, welcher Hebel ist für was? Es gibt an der Seite einen Negationshebel. Ah ja, okay, ich verstehe. Und welches könnte ich gegen Kreaturen benutzen?
habe bisher nur die zwei Stufen herausgefunden. Die das rosa-rote ist. Es funktioniert gar nichts gegen diese Kreatur. Bei Altbewährten bleiben also, okay. Ich denke, es scheint rein zum Abbau von Ressourcen geeignet zu sein, nicht als Waffe. Gute Arbeit. Sobald der Architekt fit ist, wird er mit dieser Waffe ausgestattet. Oder diesem Werkzeug. Da sind wir auf dieses primitive Metallzeug nicht mehr angewiesen. Ja, Emmy, auf Twitch ändert sich ein bisschen was. Das ist bei jedem seinem Kanal. Mein Lord, ich würde gern. Wir haben zwei Stücke erbeuten können. Ich würde gern eines davon behalten, um es zu erforschen. Vielleicht könnte ich noch mehr davon produzieren. Tun Sie das. Sie werden eine entsprechende Werkzeugoberfläche brauchen. Reden Sie mit dem Architekten. Er müsste ja langsam wieder fit werden. Ich habe ihm immer hier schon ein leckeres Steak verspeisen sehen. Ich werde mir mal von unseren Breitmäulern die Sattelkonstruktion anschauen. Vielleicht kann ich etwas für unseren Springer anfertigen. Mein Lord, es wäre Zeit für die Nachtruhe. Danke für die Erinnerung. Man hat immer so viel vor. Nachtwache? Ich werde Nachtwache halten, mein Lord. Benutzen Sie den Vogel zur Nachtwache. Und legen Sie sich auch hin. Wir haben zu wenig Truppen. Ja, richtig. Die komplette Beschreibung hat sie quasi gelöscht. Über Nacht. Da gibt es irgendwelche neue Richtlinie. Und da sie nicht hingehen wollen und jeden Einzel überprüfen wollen, haben sie es einfach bei jedem rauskauen. Jeder muss erstmal diese neue Richtlinie lesen, bestätigen und kann dann sein Zeug wieder einfügen. Und ja. Ich setze mich nach dem Stream erst dran. So. Brauchen wir die Code von John Sky. James Sky sei Funkgerät. So, ich hab mal von Fieche den Code Gave gelost für mit dem Jones Sky Kontakt aufzunehmen. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Das war die Explosion. Wir sollten noch. Mein Lord.
Eine Explosion hat mich erweckt. Schaut nach, Troopers. Wer sind Sie? Troopers aufs Deck. Hallo, dunkler Lord. Wie kommen Sie hier rein? Eine Rettungskapsel abgestürzt. Genau. Base. Erkenne Sie nicht. Wer sind Sie? Kylo Ren. Ein Schüler, erhebe dich. Sind Ihnen die Haare beim Absturz abgebrannt? Ein wenig, ja. Ein wenig? Okay, ein bisschen viel. Captain Phasma, das ist einer meiner neueren Schülern. Geben Sie dem Architekten Bescheid, dass hier oben die Base stark etwas abbekommen hat. Natürlich, mein Lord, wird gemacht. Ich konnte noch ein paar Sachen mitnehmen aus der Karte. Wir haben unten ein Lager. Oben wurde die Base beschädigt aufgrund dessen, dass eine Rettungskapsel direkt in unsere Base gekracht ist. Reden Sie mit Captain Phasma, wo Sie die einzelnen Dinge hinpacken müssen. Würden Sie mich eventuell auch aufnehmen? Wir gehören doch bereits zum Imperium. Architekt, ich hab noch etwas für Sie. Schüler, Sie müssen Captain Phasma noch aufklären, was Sie bergen konnten. Ich konnte noch ein bisschen Munition und ein wenig Carbonite. An der Seite befindet sich eine N-Taste, Negationsdrehtaste. Wenn ihr diese bewegt, könnt ihr zwischen den verschiedenen Schwerttypen hin und her schalten. Einen Helm entgegen und drei die beiden Aber seien Sie vorsichtig. Ein. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Verstehe. Willkommen in meinem Stream. Captain Phasma, haben Sie meinen Schüler verstanden? Carbonit und... Bestätigen Sie zukünftig. Und Munition. Haben Sie es in einen Schrank gelegt? Die Munition habe ich hier reingelegt. Mein Schüler, folge mir. Mach dich mit der Tierwelt vertraut. Wir haben bis jetzt Fleischfressen, die ihren Willen aufzwingen können. Breitmäuler. Sturmtruppler wissen, welches Tier sie meinen. Dann haben wir hier stachelige Kreatur, ist unser Springer-Killer. Was ein Springer ist, sehen Sie da drüben. Den konnte ich kürzlich meinen Willen aufzwingen. Aber Sie müssen ihn erst mit der Hand füttern, sonst könnte es sein, dass er Sie nicht akzeptiert. Ich bin noch am Erforschen des Tieres. Aber bis jetzt, die Hand, die es füttert, beißt es nicht. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke, es kann einen Trooper in voller Rüstung tragen. Somit auch uns. Da wir ja nur eine Laserwaffe bewegen. Ansonsten, mein Schüler, machen Sie sich mit der Umgebung vertraut. Ich werde mich auch... Niedrigeren Truppeeinheiten haben Ihrem Befehl zu gehorchen. Truppers mit einer Schürze sind Ihnen gleichgestellt. Können ihren Befehl befolgen, müssen es aber nicht.
Verstanden, mein Schüler? Ja. Sind Sie mit Ihrer Waffe vertraut? Ja. Aber Sie besitzen immer noch das instabile Lichtschwert. Passen Sie damit auf. Verstanden. Gut, wie gesagt, machen Sie sich mit der Umgebung vertraut. Ich werde mich auf den... Übrigens ist hier unser Konferenzraum. Werden wir jeden Morgen eine Sitzung abhalten. Gut. So, der weiß jetzt Bescheid, der guckt sich doch jetzt ein bisschen um, dass er sich auskennt. Kylo Ren, Zwetter mit Lichtschwert also. Jetzt bei uns. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei Trooper und ein neuer Lichtschwertträger. Das ist ja schon mal sehr gut. Captain Phasma. Können. Jawohl, mein Lord. Schön, Sie wieder in voller Montur zu sehen. Können Sie sich Feuer kümmern? War bei der Jagd wieder sehr erfolgreich. Wird sofort erledigt, mein Lord. Könnte ich Ihr Laserwerkzeug bekommen, solange Sie hier in der Basis alles vorbereiten? Natürlich, mein Lord. Welche Klinge war jetzt nochmal für die Steinabbauung? Die rosarote Klinge war für Steine und die rote für Holz. Jawohl, ich werde mich um diese Ressourcen kümmern. Architekt. Captain, die Basis ist wieder im vollen Einsatz. Danke, Sturmtruppler. Und zwar, ich habe eine Bitte an Sie. Wir haben doch jetzt dieses neue Werkzeug. Ich bräuchte eine etwas bessere Maschine, wo man möglicherweise diese Waffe herstellen kann. So, guck mal. Weggetreten. Das Ding am Metall abbauen kann. Hui, das war zu viel. Ich habe mich überladen mit nur Ämol. Och Mensch, bald mal komm her. Fass mal, Ihr Werkzeug ist sehr beeindruckend. Ja, mein Lord, der Meinung bin ich auch. Es ist sehr beeindruckend. Die Lagerfeuer sind für Feuer bereit.
Was für ein Tumult! Mein Architekt, wir müssen unbedingt für die Zukunft das verhindern durch ihre Barrikaden. Und dann lehne ich gleich als nächstes mein Imperator. Hier zu Bruch gegangen. Oh, eine Fackel. Auch alle beschädigt. Holz funktioniert. Hier muss was Stabileres her. Hat einer meinen Schüler gesehen? Ich bin hier, dunkler Lord. Statten Sie sich mit entsprechendem Werkzeug aus. Wir brauchen Beinfesseln, brauchen diese Armbrust und beschmierte Pfeile. Okay. Ich werde Sie in die Kunst dieser Kreaturen ja, weiß da. Ehren, Willen aufzuzwingen. Hier spricht das Imperium. Herr Sky, sind Sie erreichbar? Hier das Imperium, Herr Sky. Die Leitung ist wohl tot. Mein Lord, könnte ich vielleicht die Laserwaffe zurückhaben? Haben Sie sich ausgestattet mit diesen Beinfesseln? Der ja. Armbrust, beschmierte Pfeile? Pfeile noch nicht, da bin ich noch dabei, mein Meister. Kümmern Sie sich noch drum, genug Lebensmittel und Wasser dabei zu haben? Ja, Meister. Mein Schüler, ich habe bereits eine Kreatur erblickt. Okay, ja, Meister. Wo bleibt denn? Ich habe bereits Erfahrung mit der Kreatur. Zeig mal, was du schon drauf hast. Wir untersuchen, analysieren im natürlichen Lebensraum. Darf dich nicht entdecken! Immer so stürmisch!
Erwarte eine Kotprobe. Bring mir die Kotprobe. Ohne das Tier zu erschrecken. So wie ich rumkreiche, müsste die Kreatur schon rennen. Sieht man eigentlich von Do? Welcher Level ist es? Was ist denn das Ding? Holzstick. Ja, jetzt beobachten wir mal den Mo. Hi, Wusel! Spüre, jede Kreatur birgt Macht in sich. Jeder Kreatur ist die Macht zu spüren. Fühle es. Spürst du, wie es Macht durch. Wie bitte, Meister? Ich hab sie nicht. Ich lehre dich hier in der Macht und du hörst mir nicht zu? Du sollst dich in Geduld üben. Jede Kreatur ist mit Macht erfüllt. Damit ist auch jede Kreatur über die Macht zu fühlen. Hörst du es? Ja, Meister. Nur so kannst du Macht dir auf das Tier übertragen, deinem Willen aufzwingen. Versuch dich hinter das Tier anzuschleichen und benutze dieses Gerät. Und sag mir sein Alter, wie viele Jahre es schon auf dem Buckel hat. Los. Darf dich dabei nicht entdecken. Vielleicht kannst du auch die Kotprobe in der Zeit sichern.